Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls. Beim letzten Mal waren wir nochmal im Asyl der Untoten und haben dort einen weiteren Dämon besiegt und wollten uns jetzt aufmachen zu Sens Festung, wo wir ja weiterhin sollen. Wir sollen ja nach Anor Londo, dafür müssen wir durch Sens Festung und dort sollen wir das Herrschergefäß besorgen. Das hat uns diese riesige fette Schlange da gesagt. Und warum wir wieder im Feuerband schreien, oder beziehungsweise ich habe ja gesagt, ich will dann ein bisschen leveln oder ein bisschen farmen, um gewisse Waffen aufzustärken, das habe ich auch, oder aufzubessern, das habe ich auch gemacht. Das Bastardschwert ist immer noch auf Stufe 7, das Iaito ist jetzt auf Stufe 6 und ich habe einfach mal, weil es mich interessiert, wie der Unterschied in den Werten ist, habe ich dann mal aus Claymore auf Stufe 5 schon mal gebracht. Mir fehlte jetzt leider eine große Titanitscherbe, um es umzuwandeln. Ich habe außerdem das Schwert des Drachentöters schon mal auf plus 2 gebracht. Dafür brauchte ich Funkeltitanit. Und was ich im Prinzip ausgenutzt habe, ist, man kann Fremd hier, der guten Schlange, kann man Brocken füttern. Und der macht daraus dann kleinere Brocken. Ich habe ihm zum Beispiel, wir haben im Asyl der Untoten von den Schwarzen Rittern haben wir zwei rote Brocken bekommen und die habe ich ihm einfach mal gefüttert, daraus gab es grüne Scherben und die habe ich ihm dann wiederum gefüttert, daraus gab es kleine Scherben, deswegen hatte ich dann am Ende super viele kleine Scherben. So, warum sind wir aber jetzt wieder im Feuerbandschrein und warum habe ich trotzdem über 40.000 Seelen? Liegt einfach daran, ich möchte mir gern noch dessen restliches Zeug kaufen, weil ich glaube, das ist noch wichtig, um weiterzumachen. Well, you certainly are keeping at it myself. So, ich hätte gerne... ich weiß nicht, den Beschleuniger braucht man, glaube ich, nicht. Ich nehme jetzt einfach trotzdem. Ne, den braucht man wirklich nicht. Okay. Aber die Magieringe brauchen wir auf jeden Fall. Die haben uns ja beim letzten Mal schon durchgelesen. So. Alright. That'll do it. That should help you on your journey. May we meet again. Hast du sonst noch was zu sagen? Oh, hello. Well, you certainly are myself. Two things are required. Okay, nee, das ist ganz normal. So, und jetzt will ich nur ganz kurz was probieren und dafür, ich weiß, es ist früh im Spiel, mache ich aber nur mal einen ganz kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ich habe eigentlich alles probiert. Ich bin zu einem Bonfire gegangen, ich habe das Spiel nochmal neu geladen. Der Typ steht immer noch da. Eigentlich sollte er sich jetzt auf den Weg machen zu Meister Logan. Irgendwie macht er das nicht. Vielleicht macht er das einfach später noch. Vielleicht braucht er einfach seine gewisse Zeit. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter nach Incens Festung. Ist ein bisschen blöd, weil jetzt habe ich mir extra die ganzen Seelen gefarmt, damit er weiterzieht. Gucken wir mal. Im Notfall können wir das Ganze später auch noch weiterführen. Also wie gesagt, den Beschleuniger zu kaufen hat ja nichts gebracht, den habe ich ja gekauft und der hatte trotzdem noch Sachen. Und der hat ja auch gesagt, alrighty then, dass es genug ist quasi. Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal auf in Sens Festung und gucken uns mal an, ob wir dort nach Anor Londo kommen. Ach, by the way, eine Sache habe ich noch ganz vergessen zu sagen. Und zwar habe ich mir ja beim Leveln, oder Leveln ist es ja nicht, beim Farmen habe ich mir gleich noch die Schmiedekiste für Waffen gekauft. Das heißt, wir können jetzt Waffen auch an Bonfiren verstärken. Solange sie nicht umgewandelt werden müssen. Also fürs Umwandeln müssen wir natürlich immer noch zum Schmied. Das heißt, das Claymore können wir blöderweise an einem Bonfire noch nicht verstärken, weil das Claymore erst umgewandelt werden muss von einer Waffe von 1 bis 5 zu einer Waffe von 6 bis 10. Das heißt, ich hoffe mal, dass ich vielleicht eine große Titanitscherbe nach Möglichkeit relativ schnell finde in Sens Festung, damit ich das Claymore noch umwandeln kann. Weil dann, ich meine, das Iaito und das Bastardschwert, das kann ich beides am Bonfire soweit verstärken, aber das Claymore halt noch nicht. Deswegen gucken wir mal. So, das soll also Sens Festung sein. Huch. Ach du Scheiße. Ja. Von den Fallen haben wir schon gehört. Oh Gott. Das Schöne ist bloß... Achso, die ist jetzt schon deaktiviert. Große Schlangen gibt es hier. Und die müsste man natürlich erstmal treffen. Nicht so wie ich, sie einfach nicht zu treffen. Oh, halten die viel aus. Na, das ist ja nett. Ach so, na, den kann ich natürlich nicht parryen, ne? Den Schlangenangriff. Alter, halten die viel aus? Na, wobei, die halten gar nicht so viel aus, glaube ich. Oh, die gehen wieder zurück. Ja, mit dem kann ich sogar ihre Balance durchbrechen. Das ist gut, vielleicht sollte ich den starken Angriff machen. Ja, mit dem ist schon einiges einfacher. Jetzt habe ich schon zwei Estes verbraucht. Oder man parryt sie einfach.
Sehr schön. Eieiei. Und das ist nur der Anfang. Es wird auf jeden Fall noch schlimmer. So viel kann man sagen. So, dann schauen wir mal. Da hätten wir noch ein Item. Die Seele eines Ritters. Interessante Statuen, die hier rumstehen. Schauen wir mal. So, das ist Sens Festung. Da oben ist ein Item. Und hier... Ach du Scheiße. Das mag mir ja irgendwie nicht so recht gefallen. Das war gut. Das war richtig gut. Ach, da unten stehen auch noch Schlangen. Und hier unten geht es sogar noch irgendwo hin. Vielleicht gehen wir mal hier runter später. Das war ja richtig clever. Da habe ich das Timing ja komplett vergeigt. Da muss ich nochmal gucken. Das sollte ich vielleicht ein bisschen besser hinkriegen. Die Dinger machen auch ordentlich Schaden, habe ich das Gefühl. Vor allem jetzt muss ich gegen die beiden Schlangen nochmal kämpfen. Das schneide ich jetzt ausnahmsweise mal nicht. Das Schöne ist aber, man kann die Fallen von Sens Festung auch gegen ihre... Wow, Alter, was hat der denn für eine Reichweite? Gegen die eigenen Schlangen verwenden. Ich hätte gern erstmal ein Estes, Freunde. Ganz ruhig, Kollegen. Are you shitting me? Ich treffe die einfach nicht. Sehr gut, geht doch. Und tschüss und tschüss. So geht's auch. Hey, ja, okay, ich sollte ein bisschen mehr aufpassen bei den Fallen. Schön, schön, schön. Erstmal direkt in die erste Falle. Also nein, in die erste Falle, gut, in die sind wir auch gerannt. Aber erstmal direkt von der ersten Falle getötet worden. Geil. So muss das laufen, so macht's Spaß. Das war richtig clever. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Also nach dem ersten kann ich kurz und dann muss ich, glaube ich, durch alle durch. Oder ich mache nach dem ersten nochmal einen ganz kurzen Stopp. So, jetzt durch. Oh, und da oben schießen schon welche. Tag auch. Ganz ruhig, mein Kollege. Ich habe da echt keinen Bock drauf, dass der Typ von oben mich nebenbei beschießt. Deswegen bleiben wir mal hier stehen. Okay, das wäre der gewesen. So, wir könnten da runter. Ich bleib erstmal ganz kurz hier oben. Und sehe mich mal hier oben um. Wir gehen auf jeden Fall noch da runter. So viel ist klar. Oder zumindest habe ich das vor. Aber erstmal würde ich mich gerne hier oben ein bisschen umsehen. Aber ich glaube, vielleicht gehen wir auch erst nach unten. Ach du Scheiße. Wie ich dich aufhalten soll, mein Freund. Und durch. Wow, danke, Kollege. Du hast mir echt mehr geholfen, als du denkst. So, da unten sehe ich schon wieder eine Bodenplatte. Da sollten wir vielleicht aufpassen. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Und eine Truhe, Alter. Und hier sind die Statuen schon ein bisschen kaputt gegangen, habe ich das Gefühl. Mit, oh, zwei großen Scherben. Sehr schön. Vielleicht gehe ich dann sogar gleich mal, also nicht jetzt, sondern ich gucke mich jetzt auf jeden Fall erstmal unten um. So, zwei. Und nochmal zwei. Vielleicht eine Plunging Attack. Das wäre doch jetzt mal was. Eine Plunging Attack. Aber da unten sind, glaube ich, wie viele Gegner sind denn da unten? Okay, der eine ist nur runtergefallen. Drei von den Schlangen sind da unten. Ich kriege ja auch ein bisschen Fallschaden, das darf ich ja auch nicht vergessen. Kann ich den nicht anvisieren von hier oben? Das ist gar nicht geil. Das ist überhaupt nicht geil, was die hier mit mir machen. Ach, geil. So viel zu. Ich gehe mal eben schnell hier nach unten. Hier sind nämlich noch so ein paar Dämonen, die ich eigentlich gerne bekämpfen würde. Das wird ein bisschen schwieriger, hier hinzukommen, ohne dass wir die ganze Zeit sterben. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich würde mal sagen, ich schneide das ein bisschen zusammen jetzt, bis ich da unten mal sinnvoll gelandet bin, ohne die ganze Zeit zu sterben. Vielleicht wäre es da sinnvoll gewesen, ein bisschen Lebensenergie zu skillen. Ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich. Ich hätte auch irgendwie gehofft, dass die Plunging Attack ihn tötet direkt. Aber gut, das scheint nicht ganz zu klappen. Ja, Sens Festung wird auf jeden Fall ein bisschen spaßig. Das ist tatsächlich auch das Gebiet, wo ich ein bisschen die meiste Angst vor hatte. Warum kriegt der mich hier immer? Wow. Alter, nicht schlecht, mein Freund. Wo ich ganz ehrlich tatsächlich sogar mehr Angst hatte als vor der Schandstadt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und man erkennt wieder, warum.
Das war ein schlechter Parry. Super. Und damit sind auch alle Seelen futsch. Ja, ich würde sagen, ich schneide das mal. Ich sollte vielleicht nicht zu viel auf die Parries setzen. Vor allem, wenn zwei Gegner dabei sind. Oh, das wird ein hartes Stück Arbeit. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Ich habe jetzt mal das Claymore ausgerüstet. Oh Gott, hier kann ich mich nicht richtig bewegen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die hier unten bekämpfen können. So, ich nehme mal das Iaito. In der Hoffnung, dass ich ein bisschen Blutungsschaden draufkrieg. Ach, jetzt habe ich den oben überleben lassen. Das war eine dumme Idee. Shit, das war richtig blöd. Ich hätte den oben erst töten sollen. Und jetzt komme ich hier nicht mal mehr raus. Ich dachte, der oben würde mich hier unten nicht mehr kriegen. Ja toll, jetzt kriege ich die ganze Zeit von oben Angriffe ab. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss mal hinter die Säule gehen hier. Da sollte der mich nicht treffen können. Ich dachte eigentlich, der wird mich hier unten niemals treffen können, aber ja, geil. Okay, ich sollte mich erst um den oben kümmern. So viel ist klar. Oh, ganz ruhig, Kollege. Ich will eigentlich ein bisschen Blutungsschaden draufkriegen, muss ich sagen. Mist, das war zu langsam. Ach geil, das war zu schnell. Was? Och Mann, manchmal da kriegt man danach noch Angriffe ab, obwohl man schon längst ausgewichen ist. Ich glaube, hier wäre vielleicht der andere Ring ganz geil. Ja, das mit dem Blutungsschaden wird, glaube ich, nichts. Nee, das Ausweichen bringt überhaupt nichts richtig. Das ist ja kacke. Zumindest nicht nach vorne ausweichen. Man hat zwar die Invincible Frames, aber... Ich muss mal wieder rankommen. Um überhaupt mal wieder Schaden machen zu können. Ach komm schon, du blödes Vieh. Ich komme ja nicht richtig zum Angreifen, weil ich die ganze Zeit im Verteidigen bin. Och, und dieser Schwanzangriff im Nachhinein ist auch nicht so geil. Ich habe schon wieder kein Estes-Flakon mehr. Krass. Ah. Und Angriff. Und das war's. Ja, jetzt bin ich fast tot schon. Ich wollte die doch nur bekämpfen, die Typen. Eins, zwei, drei. Vielleicht ist das Iaito doch nicht so gut hier. Gehen wir mal aufs Claymore. Jetzt muss ich blocken. Yes, guter Treffer. Ich hatte gehofft, dass die vielleicht... bluten können. Mist, so knapp. Ich hatte gehofft, dass die vielleicht bluten können, aber scheinbar nicht der Fall. Das heißt, ich werde wahrscheinlich eher das Claymore benutzen. Ich sag ja, dieses Gebiet wird ein ganzes Stück Arbeit werden. Also ich will diese Viecher hier unten auch mitnehmen. Ich glaube, die sind auch ein bisschen stärker tatsächlich als den wir schon mal bekämpft haben. Ich will mal ganz kurz was versuchen. Und zwar hier auf unsicherem Untergrund. Ich will nur mal gucken, ob das gleich vielleicht uns hilft, uns da wenigstens ein bisschen besser zu bewegen. Wenn ich nämlich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit habe, würde das Ganze das auch schon wesentlich einfacher machen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, weil diesmal erledige ich auch den Typen oben. Bis gleich. So, da wären wir nochmal. Und ich kann mich endlich gut bewegen. Sehr schön. Mit dem Ring, das macht es doch jetzt schon deutlich einfacher. Boah, ich will euch gar nicht sagen, wie oft ich jetzt tatsächlich gestorben bin.
Das ist mir viel zu viel gewesen, um tatsächlich stolz drauf zu sein. Ich bin einfach zu ungeduldig geworden und in Zens Festung, wenn man in Zens Festung ungeduldig wird, dann stirbt man halt sehr schnell. Au, die hatten mich da noch getroffen. Muss man halt ganz klar sagen, in Zens Festung niemals ungeduldig werden, immer schön alles eins nach dem anderen machen. Sonst wird das nichts. So, by the way, das Claymore macht sogar weniger Schaden als das Bastardschwert. Ich finde aber den Stich wesentlich effektiver als Angriff, weswegen ich aufs Claymore gewechselt bin. Ja, mit dem Iaito müssen wir tatsächlich mal gucken. Ich sag's ganz ehrlich, mit dem Iaito müssen wir tatsächlich mal gucken. Weiß ich noch nicht. Au. Weiß ich tatsächlich noch nicht, wie oft ich das benutzen werde. Das Problem ist, es lohnt sich halt hauptsächlich gegen Gegner, die Blutungsschaden kriegen. Fair. Ist jetzt nicht so geil. Okay, was war auch das für ein Angriff war. So schön spacen immer, ne? Eigentlich wäre es mir ganz lieb, wenn er seinen Magieangriff anfangen würde. Und zack. Und zack. Ach Mist. Den zweiten nicht mehr getroffen. Und mir gefällt auch nicht, dass er so weit nach hinten da rennt. Da kann ich ihn nämlich nicht richtig umrunden. Und zack. Und zack. Na also. Den hätten wir schon mal besiegt. Und wir bekommen dafür, oh, einen Titanit-Fangstab und einen Dämonen-Titanit. Ich glaube, Dämonen-Titanite hatten wir noch nicht, oder? Doch, verstärkt Waffen aus besonderen Seelen. Als der unbekannte Schmiedegott dahin schied, erwuchsen aus mehreren Schollen riesige Monster. Die Macht des Titanits, genau, das hatten wir beim ersten schon bekommen. Aber wir haben eine neue Waffe bekommen, cool. Und zwar... den Titanit-Fangstab. Die Waffe des Titanit-Dämonen, eines aus einem Brocken Titanit geborenen gesichtslosen Steinmonsters. Die Waffe besitzt Zauberkräfte, die vielleicht ursprünglich in dem Titanit-Brocken enthalten waren. Die Waffe ist bekannt für ihren Sprungschlag, bei dem Gegner von oben niedergeschmettert werden. So, bevor wir uns jetzt weiter umsehen, gucken wir erstmal. Guckt mal, hier ist nämlich eine Leiter. Die würde ich ganz gerne mal hochklettern. Das Problem ist halt, wenn ich glaube, diese Titanit-Dämonen hier... Der respawnt auch. Das heißt, wenn nach Möglichkeit wäre es schön, wenn ich jetzt die ganze Geschichte hier beenden würde. Damit wir hier nie wieder runter müssen. Muss ich halt ganz ehrlich sagen. So, da haben wir eine Seele von einem stolzen Krieger. Und hier eine eine falsche Wand. So, falsche Wand ist auf jeden Fall besser. Boah, geht hier aber ganz schön weit nach oben, Freunde. Weil man sieht überhaupt nicht, wo man ankommt. Oh. Wen haben wir denn da? Das ist der Riese, der die Festung geöffnet hat. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal weiter unten um, bevor wir uns darum kümmern. Weil, wie gesagt, im Notfall kann man einfach dann später, kann ich einfach, also wir können jetzt hier wieder theoretisch zum Anfang, im Notfall können wir einfach später wieder zurück, uns einfach schnell fallen lassen und einfach an allem vorbeirennen. Ich glaube, wir müssten den Fallschaden überleben, wenn wir von da springen und dann direkt da reingehen. Deswegen, das ist wesentlich einfacher zu schaffen, als wenn ich jetzt hier jedes Mal die ganzen Gegner besiegen muss. Deswegen würde ich mich erst gerne noch um den Titanit-Dämon da kümmern, weil da liegen sogar noch ein paar Items. Und der kann durch Brücken springen, der Gute. Was mir weniger gefällt. Ich wollte an ihm vorbei, aber hier ist halt nicht so viel Platz, ne? Och. Der Angriff. Kann man nicht richtig ausweichen. Das ist schrecklich. Vielleicht sollte ich einfach blocken. Ich müsste den ja auch blocken können. Are you shitting me, Freundchen? Ich lock dich hier mal ein bisschen raus. Das geht mir auf den Sack, was du da machst. Das Problem ist, er könnte gleich mit seinen Blitzangriffen anfangen. Es geht mir nämlich echt auf den Sack, was der Typ macht. Na komm. Ja, genau, das habe ich erwartet. Aber gut, dafür habe ich ja die Säulen. Weil dann kann ich auch hinter ihn kommen und dann kann ich ihn wieder richtig bekämpfen. So funktioniert, oder so wird das ja gerade nichts, wie wir sehen. Na toll. Und jetzt geht er wieder zurück, okay. Das funktioniert also nicht.
What the fuck ist denn jetzt kaputt? Ich sollte da nicht ausweichen. Ich denke immer, oh, du kannst da ja ausweichen, aber ich kann da nicht ausweichen. Ich kann da einfach nicht ausweichen. Einfach blocken, weil da irgendwie zwei Angriffe zählen. Das ist irgendwie super seltsam. So, schön wieder einmal mit dem Claymore. Da zählen irgendwie zwei Angriffe. Mist, da hatte ich nicht genug Ausdauer, glaube ich. Schnell um ihn rum. Und wieder ein Angriff, sehr schön. Boah, dieser Angriff ist so nervig. Komm mal da von der Wand weg, Freundchen. Das finde ich irgendwie nicht so geil, dass du da an der Wand hockst. Sehr schön. Immer schön ein Schlag nach dem anderen. Gut, dass ich genug Ausdauer hatte. Das ist knapp gerade mit der Ausdauer, ey. Ich muss ja auch noch nebenbei angreifen können, ne? Aber gleich haben wir die Items auch. Ich meine, ich könnte mir auch einfach die Items schnappen, aber wenn wir schon mal hier sind, will ich den natürlich auch bekämpfen. Und tschüss. Sehr schön. Heilige Scheiße, noch ein Dämonen-Titanit. Können wir später gebrauchen. Und hier finden wir, toll, noch eine Seele und eine Sense. Eine weitere Waffe. Vielleicht werde ich die auch irgendwann mal verstärken. Gucken wir mal. Boah, das ist ganz schön anstrengend hier. Hellebarde mit einer großen Klinge. Eine spezielle Sense für den Kriegseinsatz. Sie eignet sich besonders zum Aufschlitzen. Doch ein falscher Schwung und man steht ohne Deckung da. So, und jetzt will ich ganz ehrlich mal gucken. Ich glaube, hier links gibt es noch einen Weg. Wenn ich mich nicht irre. Da ist nämlich gleich noch einer von denen. Ah, und die hier. Okay. Ganz ehrlich, das sind die, die noch stärker sind. Das hat man schon am Schaden gesehen. Die haben ungefähr 100 Schaden weniger gekriegt. Ich sehe hier auch ganz ehrlich keine Items, außer da oben. Und deswegen würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, scheißen wir mal auf die. Ganz ehrlich, wir scheißen mal auf die. Weil, naja, das lohnt einfach nicht. Ganz ehrlich, die zu bekämpfen lohnt, glaube ich, wirklich nicht, weil die einfach viel zu... Also, die dauern nochmal dreimal länger als die anderen. Die machen mehr Schaden als die anderen. Und, ja, wir kriegen am Ende auch bloß Dämonen-Titanite. Sehr schön, einer ist direkt tot. Und am Ende kriegen wir auch nur Dämonen-Titanite. Ist jetzt nicht so, dass wir das irgendwie in irgendeiner Form jetzt schon bräuchten. Das können wir auch später noch an anderen Stellen ein bisschen besser farmen als da unten im Sumpf. Dann lege ich ja vielleicht wieder den... Was gibt er mir denn? Das Schlangenlangschwert. Ach, schön. Dann... Das ist das Schlachtermesser. Was ist denn das Schlangenlangschwert? Ah, hier. Schlangenlangschwert. Dieses einschneidig blutbefleckte Großschwert stammt von den gleitenden Schlangenmenschen in Sens Festung. Einem gewöhnlichen Menschen wird das effektive Führen dieses schweren Trumps enorme Probleme bereiten. So, und ich würde sagen, dann lege ich jetzt mal wieder den Wolfsring an. Und dann hoffen wir... Also ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob diese Dämonen-Titaniten, die beiden Dämonen... Nicht die Dämonen-Titanite, sondern die beiden Dämonen, die wir besiegt haben, auch hier tatsächlich... respawnen. Ich glaube aber ja. So, aber eigentlich müsste man den Sturz überleben, ja. Ah ne, guck mal, der respawnt nicht. Und der da hinten auch nicht. Ich glaube aber, die Starken respawnen dann sogar. Bin mir aber auch nicht 100% sicher. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, ich habe da jetzt auch kein Item gesehen. Deswegen, wir könnten die beiden jetzt bekämpfen. Würden dafür wahrscheinlich wieder Dämonen-Titanit bekommen. Haben aber nichts davon. Muss man halt ganz klar sagen, wir haben nichts davon. Ach, die Wände... stellen sich auch wieder her. Siehst du mal, das wusste ich gar nicht. Obwohl, klar, ist logisch. Ich bin ja nie nochmal hinter eine versteckte Wand gegangen, nachdem ich schon mal dahinter war, um ehrlich zu sein. So, und dann gucken wir mal, was es mit dem Riesen auf sich hat. Ich weiß, wir haben da jetzt auch eigentlich 8000 Seelen unten liegen. Obwohl, die können wir uns eigentlich holen. Da müssen wir ja einfach nur mal schnell hinrennen. So, und vielleicht nehme ich gegen dich das Iaito. Eigentlich böse, dass wir den einfach so bekämpfen. Der hat uns immerhin reingelassen. Vielleicht kann der bluten. Wow, okay. Ausweichen angesagt. Hier ist Ausweichen angesagt. Also ich denke schon, dass die Dämonen vielleicht auch bluten können.
Noch kein Bluten. Komm schon. Schön auf die Beine. Das wird nix, mein Freund. Vielleicht mache ich das einfach mal so. Oh, da war das Bluten. Habt ihr das gehört? Das war das Zeichen, dass wir ihn zum Bluten gebracht haben. Und das macht dann halt ein bisschen extra Damage. Kick mich nicht so weg. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, ich wäre hinter ihm gewesen. Wow, 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 wow. Hätten er mich da nicht getroffen, ey. Da war das Bluten wieder. Oh, der steht gar nicht mehr auf, ey. Sehr schön. Hätten wir ihn auch besiegt. Heilige Scheiße. So, ich wollte auch sagen, und wir kriegen dafür einen grauen Brocken. Den brauchen wir dann später noch zum Aufbessern. So, ich will nur mal ganz kurz gucken, wie stark ist denn das Iaito jetzt eigentlich schon geschwächt? Oh, das geht. Also ich meine, das hat zwar nicht viel Haltbarkeit, aber gibt Schlimmeres, muss man sagen. So, ich würde sagen, wir holen uns ganz flott unsere 8000 Seelen, weil das ist ja auch, 8000 Seelen ist ja immerhin was. Und dann machen wir mit dem normalen Weg durch Sens Festung endlich mal weiter. Also ich hatte die jetzt, wollte die jetzt eigentlich nicht holen, weil ich dachte, achso, warte mal. Ich wollte die eigentlich nicht holen, weil ich dachte, dass die Dämonen-Tita, dass diese Dämonen hier wieder respawnen. Warte mal, der sitzt doch gleich hier, ne? Tschüss. So, euch da ignoriere ich jetzt einfach mal, Kollegen. Boah, ich bin so froh, dass wir diesen Teil hier unten fertig haben. Das ist tatsächlich auch, lustigerweise, war das einer der Teile, den ich schon gewusst habe, dass der ein bisschen länger dauern könnte. Die Frage ist, will ich nochmal zurück zum Bonfire ganz kurz, weil ich glaube, mit den 12.000 Seelen kann man auch ein bisschen aufbessern. Ich glaube, wir machen das mal. Ich gehe nochmal ganz kurz offscreen zurück zum Bonfire. Level vielleicht ein bisschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir wieder da oben sind, wo wir einst schon mal waren und wo wir dann umgedreht sind. Da gibt es auch noch ein paar andere Items. Ich würde sagen, bis gleich. So, da wären wir dann auch wieder. Und jetzt können wir endlich den normalen Weg weitergehen. Nachdem wir den ganzen Teil unten endlich abgeschlossen haben, war anstrengend genug. So, was haben wir denn hier? Da hockt eine Schlange. Oh, da kommt auch noch eine Schlange. Oh! Die hat's erwischt, würde ich sagen. Okay, wir müssen auf weitere Fallen aufpassen, wie es aussieht. Aber leider hat's die nicht mal irgendwie stark erwischt. Das war dumm. Das war zu viel des Guten. Das Ding hätte sie fast nochmal erwischt. Ernsthaft? Du bist so gut, meine Gute. Eieiei, ich kann ja halt nicht zur Seite ausweichen. Das macht es ein bisschen schwierig. So, sehr gut. So, und was mit dir, mein Kollege? Boah, das war nicht so viel Schaden, wie ich erwartet hatte, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte da jetzt irgendwie mehr... Oh, die ist ein bisschen stärker. Guck mal, die kriegt weniger Damage. Vielleicht liegt es auch daran. Bloß nicht runterfallen. Ich glaube, da landen wir jetzt nämlich komplett wieder bei den Titanid-Dämonen. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Alter, blödes Vieh. Eieiei. Die hätte ich auch gar nicht bekämpfen müssen, wie es aussieht. Na gut. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier rollt ein Fels die ganze Zeit runter. Da oben steht... Ja, guckt mal, da kommt da. Ist die Frage, wollen wir erstmal nach unten? Wo der Fels hinrollt? Oh, da geht's in den Abgrund. Ich kann hier erstmal zur Seite und da ist eine weitere Schlange. Zwei Schlangen sind da sogar. Alter, hat das Ding viel Schaden gemacht. Schnell. Danke. Boah. Warum müssen denn jetzt hier zwei Schlangen sein? Ja, geil. Och. Ja, man, wir sehen schon, da hinten sitzt einer, für den sich die Schlangen aus irgendeinem Grund nicht interessiert haben. Zu dem wollte ich eigentlich gerade kommen. Aber, meine Güte, ey. Sensfestung. Viele sagen, Schandstadt ist das Schlimmste. Ich finde Sensfestung das Schlimmste, muss ich ehrlich sagen. Weil man, im Gegensatz zur Schandstadt, und das muss ich mal ganz klar sagen, haben die Gegner viel Poise. Das heißt, man kann ihre Angriffe nicht unterbrechen. Und...
das muss ich auch ganz klar sagen, man hat meist so wenig Platz zum Kämpfen. Man steht auf so einem minimalen Raum und das heißt, man muss fast die ganze Zeit blocken oder ist gezwungen zu blocken, was viel Ausdauer zieht. Und wodurch man wenig Chancen hat, tatsächlich, finde ich. Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns, bis ich da bin, gleich mal wieder. Weil, wie gesagt, das ist halt alles die ganze Zeit das Gleiche. Deswegen bis gleich. Oh, zwei Schläge hauen sie zurück. Wenn sie halt nicht im Angriff gerade ist, ne? Na gut, wie gesagt, bis gleich. Okay, jetzt sind die Schlangen auf einmal tot. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ich habe nichts gemacht. Die sind tot, seit ich hier bin. Vielleicht sollten die normalerweise tot sein. Kann sein. Vielleicht sollten die normalerweise tot sein, wenn Siegmeier hier sitzt. Ich bin mir nicht sicher, ob hier normalerweise Schlangen lagen. Ich konnte mich nämlich eigentlich auch nicht daran erinnern, dass hier Schlangen sitzen. Vielleicht sind die von irgendwo runtergefallen. So, auf jeden Fall, mein Freund. Oho! Ah! Where did you come from? Splendid news, I tell you. Ja, was sind denn die guten Nachrichten? Los, erzähl mal. So you see my friend. Yes, indeed. I've run up against a wall, or a ball, to be precise. I'm afraid I'm a bit too tough to be out running those things. So here I sit in quite a pickle, but who knows? Perhaps we'll have another development. Voll witzig, mein Freund. Okay, sonst noch was? Okay, er hat Probleme mit dem Ball. Na gut, wir natürlich auch. Wäre jetzt schön gewesen, wenn er vielleicht auch gleich einen Lösungsvorschlag gebracht hätte, aber der gute Mann doch nicht. So, wir versuchen jetzt erstmal ganz kurz wieder da hinzukommen. Da oben, ach doch, da steht die Schlange. Ich wollte schon sagen, die Schlange steht da oben auch gar nicht, aber doch, da steht sie. Ich hatte da gerade auch ein Item gesehen, da will ich auch gleich hin. Ich glaube, wir kümmern uns erstmal um diese Schlange da oben. Beziehungsweise, die kümmert sich selbst um sich, indem sie in den Felsen läuft. Mehr von den Statuen. Und eine Truhe. Der Hartstahlring. Der klingt doch gut. Ist das nicht der, der meine physische Verteidigung erhöht? Ich glaube, das kann ich gebrauchen. Der Hartstahlring verstärkt Verteidigung bei Angriffen. Dieser Ring gehörte dem Ritterkönig Rendal. Er verleiht seinem Träger Stärke und absoluten Willen, sodass er vor den Angriffen der Gegner nicht zurückschreckt. Zu einer der bekannten Legende über ihn zählt die Begebenheit, dass er sich einem Riesendrachen stellte und diesen in Stücke schlug. Ganz ehrlich, Verteidigung ist immer gut. So, jetzt warten wir mal ganz kurz. So, was haben wir hier noch? Das Schotel, eine weitere Waffe. Eine eher kleine Waffe. Sind die oben oder unten? Ich hätte gedacht, die sind oben, aber okay. Vielleicht, weil es ein Krummschwert ist. Ich glaube, die Krummschwerter sind weiter unten, ne? Schotel. Schwert mit scharf geschwungener Klinge, hergestellt von Astor, dem Grafen von Karim. Schwierig zu führen, umgeht aber die Schildverteidigung und fügt auf diese Weise Schaden zu. Achso. Komme ich auch wieder runter? Danke. So, jetzt müssen wir den Ball nochmal ausweichen und dann haben wir da schon eine Nebelwand gesehen. Da werden wir auch gleich durchschreiten. Eieieiei. Diese Schlangen sind anstrengender als gedacht. So, wo kommt der Ball? Danke. Und dann einmal flott wieder nach oben. Kurz hier Pause machen, weil ich glaube, das wird man niemals schaffen. Wo die überhaupt herkommen, ist die Frage. So, und jetzt schnell nach oben. Schnell. Danke. Und einmal durch die Nebelwand. Da ist schon wieder so eine Druckplatte. Das heißt, hier gibt es wieder eine Falle. Ah, guckt mal, und hier hinten sehen wir. Oh, da kommt eine. Warte mal, dann benutze ich die Druckplatte doch gegen dich, wenn du kommst, mein Freund. Ach, die Druckplatten wirken auf euch nicht. Sind an euer Gewicht angepasst, oder was? Mist. Ich komme gerade nicht hinter ihn. Ich würde gerne einen Backstep versuchen. Okay, die Druckplatten sind scheinbar an die Schlangen, an das Gewicht der Schlangenmenschen angepasst. Ich hätte aber gesagt, dass die sogar mehr wiegen würden als ich, oder? Na gut. Ich würde sagen, hepp. Sehr schön. So.
Versucht's mit unten. Ach, guckt mal. Und dem rennen wir jetzt hinterher. Oh, guck mal, da war noch ein Item. Da hätten wir vielleicht hingekonnt. Ich weiß nicht, ob wir das zeitlich geschafft hätten. Ich will jetzt erstmal verhindern, dass mich dieser blöde nächste Ball trifft. Haben wir es geschafft? Müsste der jetzt nicht bald kommen? Können wir uns später mal nochmal angucken, was da oben ist. Soll hier nicht bald mal ein Ball kommen? Bin ich so schnell gewesen? Seit wann bin ich so schnell? So, und hier wird das Loch langsam mit Bällen gefüllt. Da gucken wir uns gleich mal an. Und hier haben wir eine weitere Kiste. Mitten im Raum. Und die Kiste, wenn er es ganz genau betrachtet, sieht ein bisschen anders aus. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, wir haben hier nämlich keine Kiste, sondern eine sogenannte Mimik. Ich stecke irgendwie in den Statuen fest. Die hätte uns gefressen, wenn sie die Möglichkeit gekriegt hätte. Irgendwie ist das gerade mit dem Kämpfen hier nicht ganz so geil. Oh, sehr schön. So, das Problem ist, die versucht uns aber immer noch zu fressen. Das heißt, wir müssen sie jetzt auch erstmal bekämpfen. Sehr schön. Ja, der Unterschied zwischen Mimics und normalen Truhen liegt in der Kette. Bei den Ketten ist sie, oder bei den normalen Truhen ist die Kette quasi in einem Kreis gewunden und bei einer Mimic-Truhe geht sie normal nach vorne. So, und wir finden einen Blitzspeer. Ich habe jetzt, denke ich, mal auch ein paar... ich habe jetzt, denke ich, zum Vergleich auch einfach mal zwei Bilder reingepackt. So, der Blitzspeer. Ein Speer mit Blitz zusammen. Gewöhnlicher Speer der Soldaten. Große Reichweite, kann gleichzeitig mit Schild benutzt werden. Ist effektiv gegen harte Oberflächen und bewirkt im richtigen Moment eines gegnerischen Angriffs schweren Schaden. Der Trefferradius ist jedoch gering und er kann leicht durch Schilde abgewehrt werden. Okay. So, und jetzt will ich mal sehen, ist hier inzwischen alles aufgefüllt. Oh yes. Und dadurch hat sich nämlich ein weiterer Weg aufgetan. Zum goldenen Schlangenring. Da hinten ist, glaube ich, ansonsten nichts weiter. Den gucken wir uns gleich an, wenn wir hier wieder raus sind. Und zwar jetzt. Der goldene Schlangenring. Die Schlange ist ein unvollkommener Drache und das Symbol der Untoten. Da sie Opfer verschlingt, die größer sind als sie selbst, gilt sie auch als Symbol für Gier. Dieser mit einer Schlange verzierte Goldring gewährt seinem Träger eine höhere Chance, bei einem besiegten Gegner Gegenstände zu finden. Ja, also im Prinzip wird die Drop-Chance erhöht. Und ich finde das interessant, Schlange ist also ein unvollkommener Drache. Das heißt, das sind hier unvollkommene Drachen, gegen die wir kämpfen. Und Frage ist, ob diese... Oh Gott, viel Blut. Ob diese Urschlange, der wir begegnet sind... auch ein unvollkommener Drache ist. Oh, und guckt mal da oben. Jetzt wissen wir, warum da so viel Blut dran war. Da sind Stacheln. Gut, dass wir ausgestiegen sind. Und sie werden mit Untoten in Zusammenhang gebracht. Das finde ich auch interessant, muss ich ehrlich sagen. So. Ich habe gerade hier was gesehen. Na, guck mal einer an. Hier werden die Kugeln aufgeladen. Die Frage. Ach, guck mal, das Ding ist schon gedreht. Sollte das nicht normalerweise die Kugeln hier in die Richtung schießen? Irgendjemand hat das Ding scheinbar schon gedreht, um uns ein bisschen aufzuhalten. Ich würde sagen, wir drehen es auch mal. Und zwar in die Richtung. Da unten ist eine Schlange getroffen worden. Und wir haben gesehen, dort ist eine Wand eingehauen worden. Wisst ihr was? Ich lasse die Kugel jetzt mal noch ganz kurz ein bisschen rumrollen. Um die Schlange zu töten. Und dann überlege ich, wo packe ich das Ding am besten hin? Hier hinten raus ist doch uninteressant, oder? Ja. Dann packe ich das Ding hier hinten raus. Dann stürzt uns nämlich nicht, während wir uns da unten umsehen. So, Schlange gleich tot. Das sollte der letzte sein. Das heißt, wir drehen mal. Oh, okay. Jetzt habe ich den wieder dahin gedreht, wo Siegmeier den eigentlich nicht haben will. Aber wir drehen ihn jetzt direkt hier rum. Sehr schön. So. Jetzt sollten uns die Kugeln nicht mehr auf den Sack gehen. Das ist schon mal eine schöne Sache. Ich frage mich, ob man mit Siegmeier darüber auch kurz reden kann. Wenn wir eh gleich nochmal hier unten sind, machen wir das gleich. Ich meine, du bist ja eh fast tot. Kann ich dich auch so erledigen. Sehr schön. So, und guckt mal, wen finden wir denn hier? Dach auch. Hm, wir sehen quite
A rare thing in these times. I am Logan. Ach, guckt mal. I'm a bit cooped up, as you can see. I have a bright idea. Suppose you set me free. I'm old and empty-handed, but I could repay you with knowledge and sorcery. This place is melting my mind. The inactivity is repressive. Hm, okay. Achtung, Lügner. Ja, das Problem ist, ich glaube, wir haben den Schlüssel noch nicht dafür. Achso, öffnen. Ja, genau, wir haben den Schlüssel noch nicht dafür. Kann ich auch nochmal mit ihm reden? Nee. Okay. Ja, wir müssen erstmal den Schlüssel leider finden. Und wahrscheinlich hier auch für, oder? Ja. Wir müssen erstmal den Schlüssel finden, dann können wir auch... Ach, guckt mal, hübsche Aussicht. Dann können wir auch Logan freilassen. Ihr erinnert euch, das ist dieser Magier, den der Magier Gehilfe suchen wollte. Der wollte ja durch seine Festung gehen und ist scheinbar hier gefangen worden. Von den Schlangen. Gut, gut, dass uns das bisher noch nicht passiert ist. Ich will mal gucken, ob... Weil jetzt habe ich den... Also der wurde ja selbst auch schon umgelegt, komischerweise, dieser Ball. Aber ich will mal ganz kurz gucken. Er sitzt noch da. Alter, was ist denn das? Da kommt man, hat man das Gefühl, dass man gleich runterfällt. Hast du jetzt dazu auch was zu sagen, dass ich dir die Sache abgenommen habe? Alter, hier rollt nichts mehr. Du kannst durch. Okay, dann halt nicht. Gut, dann machen wir uns auf unserem Weg weiter. Das Schöne ist, jetzt können wir auch den anderen Weg uns angucken, wo wir vorhin einfach runtergerannt sind. Können wir da jetzt auch ein bisschen genauer untersuchen, weil dort war ja noch ein Item weiter oben und da hatte ich ja gesagt, das holen wir uns später. Und ich würde sagen, jetzt ist später. Ist die Platte, es bleibt unten, okay. Jetzt ist gut später. Hä, wieso? Och. Jemand hat das Ding wieder umgelegt? Warum? Hä? Wer legt denn das immer unten? Mal ganz blöd gefragt. Ist das Ding wieder umgelegt? Jetzt muss ich das wieder umlegen. Wollt ihr mich verarschen, Freunde? Das ist jetzt irgendwie nicht so schön. Kommt der auch noch wieder runter, der Fahrstuhl? Ja. Ist jetzt irgendwie nicht so schön, muss ich sagen. Jetzt muss ich das nochmal umlegen, um dieses blöde Item zu kriegen. Also, ich könnte es auch ohne versuchen, aber ist mir ehrlich gesagt zu gefährlich. So, wir können da auch gleich weiter. Aber wie gesagt, ich würde jetzt erstmal gerne dieses Item holen. Kann doch nicht sein hier. Ich dachte jetzt schon gerade. So, hier, ich will, dass du in die Richtung schießt. Oh, guck mal, hier geht's auch noch weiter. Gucken wir uns auch gleich mal noch um. Jetzt aber erstmal dieses verdammte Item. Ja, ich glaube, ich mach mal kurz den. Ja. Es lag doch an den 60 Frames. Das habe ich mir nämlich fast gedacht, dass ich hier immer so komisch abrutsche. Sehr schön, erledigt. Seele eines stolzen Kriegers. So, die Frage ist das jetzt wieder umgedreht? Ich hoffe doch nicht. Und wo geht's hier noch lang? Aufpassen, auf Fallen. Ah. Ein weiteres Item. Der schwarze Zaubererhut, der schwarze Zaubererumhang und Zaubereistille. Mhm. Kann ich hier aufmachen? Ja. Das ist das Zauberer-Set, das schwarze Zauberer-Set. Das können wir uns auch mal ganz kurz angucken. Ist ja im Prinzip ein anderes Zauberer-Set. Der von den geheimen Zauberern der Windheimer Drachenschule getragene Hut. Sie arbeiten insgeheim mit klangbasierten Zaubern und geben sich nie zu erkennen. Oh, Assassinen quasi. Okay, das ist alles das Gleiche. Achso, warte mal, ich kann ja den wieder machen. So. Der geht immer noch nach da hinten, sehr schön. So, jetzt haben wir auch den Weg quasi hier rüber einmal gesehen. Das heißt, den haben wir auch gleich abgeschlossen. Wir wären da sowieso nicht weitergekommen, sehe ich gerade. Interessant. Okay, und jetzt müssen wir hier an der Stelle irgendwie weiter. Und zwar am besten, würde ich jetzt einfach mal sagen, da lang. Ach Gott, schon wieder eine Druckplatte, ich sehe das doch. Ich bin noch nicht blind, Freunde. Kommt die wieder hoch? Nee. Also ich weiß nicht, ich glaube, die meisten Druckplatten kommen nicht wieder hoch, aber ich will es natürlich auch nicht riskieren. Boah, und wir sind immer noch nicht durch diese verdammte Festung, ne? Wie viele Sensen kann man denn hier bauen? Ist da irgendwo Platz?
Ich glaube, ich muss durch alle gleichzeitig durch. Ja. Oh Gott. Not geil. Viel zu viele Schlangen wieder. Ich hoffe, die von oben kommt nicht. Ich habe von oben nämlich schon eine gehört. Ich würde dich eigentlich gern backsteppen, Kollege. Danke. Ja, da oben ist nämlich die, die ich schon gehört habe. Sehr schön. So, kümmere ich mich erstmal um die da oben, würde ich sagen. So, und ich höre schon wieder Getippel. Irgendwo hier ist noch eine, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe schon Getippel gehört. Da ist noch eine. Aber ich weiß nicht, ob das das Getippel war, um ehrlich zu sein, was ich gehört habe. Zack, sehr schön, Backstep. Oder Arschstep. Und tschüss. Was? Der überlebt das? Wieso überlebst du das? Mit irgendwie einem HP. So, oh, große Scherben, sehr schön. Dann können wir gleich, wenn wir einen Bonfire irgendwann mal finden sollten, vielleicht auch mal ein bisschen was aufwerten. Lustigerweise habe ich jetzt kaum Estes verbraucht in diesem Durchlauf. So, ist hier irgendwie noch was? Ja, hier ist ein Abgrund. Ist ja hübsch. Da hätte ich die Schlange vielleicht reinmachen können oder reinhauen können. Ja, toll, ein Abgrund. Nee, danke, da will ich jetzt echt nicht runter. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass da eine Leiter sein könnte. Nee, das ist, glaube ich, keine Wand, oder? Dass da eine Leiter sein könnte, aber vielleicht habe ich das auch mit einer anderen Stelle bei einer Leiter verwechselt. Okay, jetzt auch keine. Nur so zur Sicherheit, ne? Man weiß ja nie. Ich meine, warum sollten die Schlangen solche Abgründe bewachen? Zum Beispiel. Kann man ja alles nicht wissen. Muss man überprüfen. Ich höre doch immer noch Getippel, Freunde. Da kommt das Getippel her. Ach du Scheiße, wollte mich verarschen. Kann ich dich irgendwie dazu bringen, hier runterzufallen? Ich habe halt nichts Fernkampfmäßiges. Das macht sich jetzt mal wieder bemerkbar. Ich glaube, ich kriege ihn auch nicht dazu, hier runterzufallen. Okay, ich muss es so probieren. Sonst war alles für die Katz gleich, ne? Und zack, sehr schön. Okay, erstmal den erledigen. Oh, fuck. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe die andere Platte auf der anderen Seite gesehen. Falls ihr die gesehen habt. Hätte nicht gedacht. Sehr schön, tschüss mit dir. Da unten sind noch irgendwelche Items. Da ist noch eine Schlange? Was macht die denn da? Die läuft auf der Luft. Okay. Ich hatte eine andere Druckplatte in die andere Richtung tatsächlich gesehen. Ja, genau die da. Macht die das gleiche nochmal? Ja. Ach, guck mal, die Druckplatten kommen auch wieder hoch scheinbar. Oder die kommen wieder hoch, wenn die anderen aktiviert werden. Interessant. So, wo sind wir denn jetzt? Ach du Scheiße, guck mal. Fettes Vieh. Ach, der wirft die Steine die ganze Zeit, der Wichser. Die Kugeln, die mich hier so mega fertig machen. Oder fertig gemacht haben. Jetzt ist ja nicht mehr so schlimm. Oh, guckt mal, ein Baldar-Ritter. Was macht der denn hier? Ja, den sollten wir ja jetzt besiegt kriegen inzwischen. Wobei ich glaube, der ist ein bisschen stärker als die Baldar-Ritter in der untoten Festung. Habe ich das Gefühl zumindest. Oh, noch ein Baldar-Ritter. Und zack. Oh, sehr schön. Im Sprung erwischt. Dadurch hat es mehr Schaden gemacht. So, ich brauche ein bisschen Ausdauer, Freunde. Warum schlägt das ihn denn nicht zurück? Das macht gerade ein bisschen schwer. Ist nicht gegen ihn... Ach Gott, stimmt ja, die haben ja auch Estes. Vielleicht mal versuchen, ihn zu umrunden. Sehr schön. Hast immer die beste Hilfe. So, hier sehen wir so eine, so eine Kreiskette. Das heißt normale Truhe. Heißt, wir können sie ganz sicher öffnen. Flammensteinplattenring. Was macht der denn? Verstärkt Feuerverteidigung. Ich wollte mir eigentlich an durchlesen. Steinplatten sind die Symbole des wahren Ritters und gewähren Stärke im Kampf. Die roten Steinplatten symbolisieren Flammen und die stärken Verteidigung gegen Feuer. Jo, das ergibt Sinn.
Den habe ich jetzt tatsächlich, habe ich den jetzt angelegt? Ich glaube, jetzt habe ich den angelegt. Ist vielleicht aber auch gar nicht so blöd, dass wir den angelegt haben. Um das mal so zu sagen. Hier kamen wir raus. Denn hier sehen wir schon ein bisschen was. Das hier sieht nicht so fair aus, habe ich das Gefühl. Ja, da wirft jemand mit ein bisschen was, aber wir nutzen unsere Zeit und finden hier erstmal ein Bonfire. Sehr schön, wir haben ein Leuchtfeuer gefunden. Das war schon mal eine schöne Sache. Und ich würde sagen, da steigen wir jetzt erstmal auf. Wir gehen mal nochmal in Vitalität, das können wir gerade echt gut gebrauchen. Und wir können mal gucken, ob wir unser Claymore nochmal verstärken können. Ja, können wir, sehr schön, dann machen wir das doch gleich mal. Verstärken wir nochmal das Claymore auf 8. Und ich würde sagen, das soll es dann erstmal von dieser Folge gewesen sein. Und bei der nächsten Folge werden wir uns dann, ja, werden wir mal gucken, dass wir ein bisschen weiter nach oben kommen. Und vielleicht endlich das Ende von Zens Festung finden und vielleicht auch Logan noch befreien. Aber das alles erst in der nächsten Folge von Let's Play Dark Souls. Bis dahin, ciao.